Nicht laufen, so du Hirni. Wir sind von der Kunstakademie und wir wollten fragen, ob sie einen Hinterausgang haben. Hinterausgang? Ja, was machen dann? Wir haben ein Projekt direkt geradeaus. Und wir dürfen nur südlich laufen. Ah nein, es geht nicht hinten. Straße, wenn, dann gehen Sie rechts geradeaus dann. Bahnhof gehen auch. Aber also Sie haben keinerlei Hinterausgang? Nein. Okay, keine. Dann müssen wir woanders fragen. Dankeschön. Ja, danke. Hallo. Ich wollte fragen, ob Sie einen Hinterausgang haben. Ausgang nicht, aber mit der Terrasse. Eine Terrasse? Können wir da eventuell durch? Wir haben nämlich gerade ein Projekt, wir dürfen nur nach Süden. Wir müssen möglichst nicht ausweichen. Das können wir einfach in den Hof rein. Ah, in den Hof rein? Ich komm mit. Okay. Okay, danke. Danke. Wollen wir versuchen durchzugehen oder? Was, Video? Das ist das Schöne an dieser Welt, weißt du? Halt! Machen ein Projekt, das heißt Ghost House. Und das heißt direkt zum Fernsehturm, auf direktem Weg. Ja. Und wir dürfen halt möglichst nicht ausweichen. Wir vielleicht bei Ihnen irgendwo in diese Richtung durch können. Also dürfen. Können Sie nicht, das ist halt alles eingezäunt, ich weiß nicht. Ah. Was ist denn dahinter? Sind das auch Wohnhäuser? Maschendorfhauen und dann die nächsten Häuser. Kennen Sie Ihre Nachbarn dort drüben, oder? Nee, kenne ich nicht. Ach, schade. Weil ich bin ja jetzt hier nicht der Hauseigentümer, aber ach, der Hauseigentümer kennt Sie auch nicht, weil das so lange ist das hier nicht. Na, dann müssen wir einen anderen Weg suchen. Ja. Ich glaube, an der Hauptstraße, da vorne ein Stück ist parallel hier durch, weiß. Aber sind Sie nicht aus dem Schwabenland? Doch, ich bin aus dem Schwabenland. Ja, es gibt doch immer Hecken und Zäune. Ja, ja klar, das ist ja der Sinn der Aufgabe. Ja. Wir wollen die Hecken. Wenn Sie da drüber steigen können, mir ist es egal. Top! Sehr gut. Ich wette, wir sind hier quasi so in Niemandsland, weißt du? Sind Sie der Bernd Bonert? Nee, das ist mein Vater. Ah, okay, super. Können wir vielleicht kurz mal mit dem reden? Der wohnt woanders, also das geht gerade nicht, aber ich kann ihm seine Telefonnummer geben. Ah ja, das wäre super. Moment. Hat er diesen verloren? War er wieder verloren? Also um ehrlich zu sein, glauben wir, dass die muss er schon sehr lange verloren haben, weil wir haben die irgendwo in der Böschung gefunden und das war schon ziemlich vermodert und also das wurde ihr Vater vielleicht irgendwann beklaut oder sowas, weil naja, Geld war leider nichts mehr drin und alle ja, möglichen Ausweise. Ich glaube, er hat mal irgendwann was gezählt, ich weiß es nicht mehr genau. Hallo, Entschuldigung. Sekunde, was machen Sie da? Wir machen ein Projekt für die Kunstakademie. Hey, kennen Sie vielleicht Ihre Nachbarn? Bitte? Dort, Ihre Nachbarn auf der Seite? Der passt uns ja auf, weil der Weg ist gefährlich. Sie sagen, der Nachbar ist gefährlich. Bitte? Oder? Das nächste Haus. Ja? Ah.
gibt eine Möglichkeit, die ich angeboten hätte. Ah. Die wirklich gerade durchgeht. Ja. Schon ein paar Mal herauf und so. Geht es jetzt eigentlich gegen den Hinten? Rückwärts. Alles klar da oben.